Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir nehmen die Quest an und werden jetzt die Quest endlich Antonio sowas von Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen. Wegballern. Und Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Oh ja, das ohne Brille ist sehr schwierig. Stadtschreier. Attentat auf... Antonio, so ist das. Antonio Maffei auf der Spitze eines Turms in San... Gimignano. Okay, das konnte ich auch nicht mit Brille lesen. Also, den Namen. Ich lehne mich etwas auf den Hund auf. So weiter Pups muss ich dann aufhören mit dem Let's Play. Aber drei Folgen muss ich auf jeden Fall noch machen. Also diese inbegriffen. Noch ein Achso, das zählt dazu. Gucke ich doch mal, wo ich überhaupt hin muss. Ah, okay. Gut. Gehe ich einfach mal hier hoch. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Ach, auf den Turm muss ich. Oh, wie ich den weggeballert hab. Oh mein Gott, wie ich den weggeballert hab. Oh. Bin den gerade ein BÄM weg war, ja. Oh, Entschuldigung, da hab ich wieder reingepustet. Ich rede einfach mal nicht, damit ihr dem zuhören könnt. Schon ein bisschen witzig, was er erzählt. Ihr habt eure Tugend verloren. Ihr habt eure Würde verloren. Ihr habt den Glauben verloren. Und das zieht den Dämon an, um sich zu nähren. Und nähren wird er sich, während ihr in Ignoranz verloren seid. Wisset, dass gute Männer starben, um euch vor diesem Übel zu bewahren. Männer, die das Land retten wollten, es reinigen. Betet mit mir, meine Kinder, damit wir gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können. Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen und meine Rede riesle wie Tau, wie der Regen auf das Gras. Und wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen. Geb unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das Verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist's nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Hä? Tja, ich war eben so nett, dass der Herr mich zu ihm geholt hat. Alter, was er für Scheiße erzählt. Oh, ich hasse solche Leute. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Die das, was in der Bibel steht, so ernst nehmen und dann dafür auch noch morden. Das ist doch... Oh, nee. Ich weiß gar nicht, wie oft man in einen Hirn scheißen muss, damit so etwas rauskommt. Ja? Hör auf mich zu verpetzen, der blöde Kuh. Ja, ja, ihr mich auch. Glücklicherweise weiß ich ja, wo ich lang muss. Oh, das war doch gerade richtig im Burr. Ich muss aber, glaube ich, auf den Türmchen hier. Ja, auf jeden Fall. Dammit. Alter, ich will euch da nur schlagen. Oh. Also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance.
Mann! Irgendwie konnte man auch countern, aber irgendwie, ich weiß aber. Jetzt verprügelt sich schon selber. Jetzt erzählt er schon wieder so eine Scheiße. Dieser verdammte Arsch! Soll die Fresse halten! Zum Glück habe ich das Fenster noch zugemacht, bevor ich aufgenommen habe. Und glücklicherweise bin ich alleine zu Hause. Nee, das sieht irgendwie falsch aus. Ach, da muss ich hin. Oh. Um sich zu nähren. Und von der. Ich werde einfach mal wieder ruhig sein. Und damit ihr diesen wunderschönen Worten Gehör schenken könnt. Betet mit mir, meine Kinder, damit wir gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können. Oh. Auf ihr Himmel, ich will reden und die Erde höre die Nein, das Rede wird sie meines nicht. Mundes. Meine Lehre das will sie nicht. Regen und meine Rede oh ja, wie Tau, wie der Regen auf deine Rede ist definitiv leer. Was, welches Kraut? Das war nicht meins. Das war nicht meins. Egal, was gesagt hast, das war nicht mein Kraut. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut... Ja, das bezweifle ich, wenn ich dich angucke. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Ja, er. Nicht du. Und böse nicht Geschlecht du. Hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht. Böses Geschlecht. Ach, er redet von Prostituierten. Du so Gott, du tolles halt die Fresse. Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist's nicht er allein? Wie schafft er es eigentlich gleichzeitig? Fall einfach runter, Junge. Fall einfach runter und halt die Fresse! Mann! Fort, Dämon! Zeig dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinen Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Sterbe in Frieden. Ach, mal gucken, wie viel Geld er dabei hat. Er hat es verdient zu sterben, solcher Arme. So ein armer Arsch. Nein. Das ist ja alles nur ein Spiel. Springen in Wirklichkeit keine Papste und nur Pädophile. Das finde ich aber gerade ein bisschen scheiße. Gibt es hier nicht irgendwie eine Möglichkeit, die ich runterjumpen? Ach, der Arsch liegt drauf. War da gerade. Ich habe doch da gerade irgendwas auf dem Dach gesehen. Das interessiert mich jetzt aber. Das finde ich auch blöd. Hier sind extra solche schönen Dekorationen. Dann kann man die nicht benutzen zum Hochklettern. In jedem Spiel kann man sich an diesem verdammten Rang... Aber nein, hier kann man sich nur an Gebäuden hochrangeln. Ah, das ist die nächste Quest. Gut, dann gucke ich mal kurz auf die Uhr. Joa. Das ist schon wieder so 10 Minuten. Ich werde mal kurz gucken, vielleicht kriegen wir noch was Schnelles hin. Ist das ein Attentat? Ja. Ja. Dann versuchen wir das jetzt einfach nochmal schnell. Schnell, 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 schnell. Das dürfte dann hoffentlich nur so um die 3 Minuten maximal dauern. Dann passt das. Natürlich, wenn ich mich so professionell wie gerade anstelle, könnte es noch ein bisschen länger dauern. Oh, das geht gerade gut ab. Ach, da unten ist. Oh, ich dachte gerade, wo ist jetzt hier das? Aber okay. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, komm her, ich will denn den AA packen. Oh yeah. Oh, was hast du denn da so? Oh, Angebot nachgefragt. Ach so, Angebot nach. Ein lokaler Gildenführer, der die Passi mit Waffe versorgt, lebt in San Giovanni Lalalu.
verfolgt einen seiner Männer, findet ihn und tötet ihn. PS Lorenzo. Akzeptieren wir natürlich unter der Bedingung, dass wir Spaß haben werden. Dass er Blut lecken wird. Dass er uns als letztes sehen wird. Oh, ich puste gerade etwas zu viele ins Mikro. Tut mir leid. War keine Absicht. Ja, ich hab sie nicht mehr alle, also halt die Fresse. Bitch! Oh, Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich wollte das hier machen. Ah, guck mal, meine Boyfriends. Ich weiß nicht, wieso ich drauf drücke. So wird das nichts mit ein paar Minuten. Soll ich ihn nicht töten? Ist so ein Attentat, oder nicht? Jetzt habe ich ihn getötet. Habt ihr es gehört? Da habe ich ihn erwischt. Steht hier irgendwo meine Aufgabe drin? Nee, oder? Angebot, Nachfrage, da, den gehen wir selber. Okay, finden. Ah, habe ich dann nicht gepeilt, was ich dann machen muss. Ah, das ist aber blöd. Das ist aber sehr blöd. So, jetzt habe ich ihn gefunden. Ach so, verfolgen. Okay. Das ist einfach. No. Ja, was tust du denn da? Ja, was tust du denn da? Ja. Da! Auf ihn! Geh mir nicht auf den Sack, Digga. Ich hab grad was zu tun. Oh, da ist jetzt blöd. Wo rennst du denn hin? Gib's ihnen! Ah. Ich sehe ihn noch. Noch sehe ich ihn. Noch sehe ich ihn. Noch sehe ich ihn. Noch sehe ich ihn, komischerweise. Jetzt muss ich mal hinterher rennen. Uje, uje, uje. Wieder ein bisschen näher ran. Da ist er. Aber was will er? Wo will er hin? Ich soll ihn doch töten. Wieso darf ich ihn nicht hinterherlaufen? Wieso? Muss ich etwas ein Geheimversteck finden? Soll ich dies tun? Uje, uje, uje. Aber was ist, wenn ich ihn habe? Was dann? Was dann? Soll ich ihn dann? Ich will ihn umbringen, aber. Oh je, oh je, oh je. Und logisch? Logisch. Ich renne einfach vor den weg, dann passt das schon. So. Dreht sich aber auch nie um der Arsch. Das könnte besser sein. Wie lange versteckst du dich hier? Ach, bist du hier? Ich will es gar nicht. Das ist deine Bekascha Kaus. Da! Scheiße! Mann! Das ist. Okay, ich muss auf den Dächern bleiben, wie es scheint. Es geht nicht anders. Unten geht's. Das geht wirklich nicht. Naja. Das war's auf jeden Fall für die Folge. Ich werde den Attentat auf jeden Fall noch beenden. In der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und Folge. Ja. Dann noch einen schönen Tag. Schöne Zukunft. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.